Jo Leute, was geht ab? Flamer hier und dabei auch schon den Vapor. Jo. Und ihr habt eigentlich mal schon TDS gesehen, so irgendwie die Wahrheit über Ruin, das Ende von Ruin. Also ist diesmal kein Clickbait. Also wir werden heute oder jetzt, wo das Video erscheint, Ruin verlassen und mit uns ungefähr 20 andere Member. Ich schätze, es sind die 20, können auch 25 sein. Oder 30. Oder 30 genau. Also Und eigentlich so gut wie jeder, der im Clan ist. warum jetzt wir jetzt einen 120.000 Abonnenten-Channel aufgeben, werden wir euch jetzt in den nächsten 5-6 Minuten erklären. Im Hintergrund läuft auch kein Gameplay, nämlich das hat einen Grund. Wir wollen, dass jeder von euch, also wir bitten euch darum, dass jeder von euch sich das Video, also jetzt Pause drückt und sich das Video jetzt runterlädt und bei sich auf dem YouTube-Kanal hochlädt. Und einfach dann, ihr könnt auch, also wir geben euch die Genehmigung, ihr könnt auch Ruin in den Titel schreiben, ihr könnt auch gerne den Titel kopieren, einfach die Wahrheit über Ruin oder so in den Titel schreiben. Ladet jetzt echt bitte alle runter und da ist es bei euch hoch. Ja, oder auf Facebook, Twitter, whatever, verbreitet es einfach, Zeigt es euren weil, Freunden, sagt, die sollen es auf YouTube hochladen, ja, wir weil können es. diesen Channel einfach nicht weiter unterstützen. Deswegen solltet ihr auch einfach den Membern oder den Leuten, die ihr hier feiert oder die ihr hier mögt, einfach dadurch den Ruin Reserve Channel, der wird der neue Clan Channel sein, den werden wir ab oder von nun an benutzen mit allen Membern, auch den Reserve Membern, die bleiben natürlich. Das wird jetzt ein bisschen viel, aber wir sind halt einfach kurz vor zwei CODs, deswegen passt das auch, aber wirklich jeder den Channel abonnieren und den Ruin Clan Channel hier, dem, wo ihr das Video gerade seht, oder falls ihr es auch woanders seht, deabonnieren, weil der Channel ist einfach scheiße, der gehört, ja, einer gewissen Person. Ich denke mal, einige von euch kennen sie, einige nicht. Das ist der Tolga, der Destroyer. Und ja, das hat halt keine Zukunft mit ihm, weil es einfach absolut nur geldgeile Scheiße ist, so kann man es sagen, würde ich sagen. Ja, und also falls auch nochmal wegen dem Download, falls die Leute nicht wissen, wie das geht, gibt einfach bei Google irgendwie YouTube Downloader PS4, MP4 ein, Ja, dann oder in ist der da direkt. Beschreibung ist auch einfach ein Drive-Link. Genau, Einfach auf und diesen Pfeil nach unten klicken. weil warum machen wir das? Weil Tolga wird das Video, was er jetzt hier aufnimmt, zu 100% löschen lassen, weil er Ja, keine das wird Eier nicht hat länger als 2-3 oder die Wahrheit Stunden nicht hier online ertragen sein. kann. Ja, also bitte lade es runter. Und wie gesagt, die ganzen Member kommen halt auch wirklich zur Reserve. Der Channel wird eigentlich genauso weitergeführt, nur unter anderem Namen halt. Also echt, Leute, wir haben hier Rappo und ich haben hier, sag ich mal, Ruin. Wir haben es geschafft, dass im letzten Jahr über 80.000 neue Abonnenten dazukommen. Und falls du Ja. dazugehörst und so, also komm echt bitte rüber zu Ruin Reserve, da wird der Content genauso weitergehen. Wir haben euch genau mit krassen Gameplays, krassen Themen weiter unterhalten. Und ja, also Sogar noch besser. falls ihr Ruin jetzt feiert, wie es gerade ist, jetzt außer die letzten 2 Wochen, dann müssen wir uns echt bei euch entschuldigen, wenn der Content scheiße war, die Themen, weil wir hatten echt keine Motivation mehr, Arbeit in Ruin zu stecken. Also sorry an euch, weil Ja, ihr konntet vor allen ja Dingen nichts jetzt in den dafür. letzten 1,5 Wochen. Es tut uns auch Ja. echt leid, falls wir da jemanden enttäuscht haben. Es ist halt einfach so. Es gab halt interne Probleme, die gibt es halt schon länger, aber im Endeffekt läuft es halt aufs Geld hinaus und es geht nicht mal darum, dass wir kein Geld kriegen, obwohl wir die eigentlichen Leader des Clans waren jetzt die letzten Monate, sondern einfach, es geht darum, dass Destroyer alles bekommt und er soll einfach nichts bekommen, weil er sich einfach nicht verdient hat. Der scheißt auf euch, der scheißt auf Genau. den Channel, der scheißt auf COD, der scheißt auf alles. Der meldet sich nicht, der macht's gar nicht, der trägt nichts dazu bei und die Krönung hat er den ganzen halt aufgesetzt mit der 100k-Montage, die wir jetzt eigentlich hochladen wollten, wo wir uns eigentlich auch drauf gefreut haben. Dann ging es halt darum, dass wir noch einen krassen Editor von Red oder Face reinholen. Geplant war halt Tyrant. Und der kostet halt auch ein bisschen Geld und Tolga wollte sich einfach nicht mal etwas beteiligen, obwohl der Channel so um die 500 € im Monat abwirft. Oder nach YouTube irgendwie 760 Dollar, aber das kann man ja umrechnen, sind irgendwie 680 €. Und dann kriegt das Netzwerk halt noch einen Teil, aber er wirft auf jeden Fall gut Geld ab. Und das ist es halt einfach, und dass man sich da nicht beteiligt und das Geld nur für private Sachen benutzt, ist einfach traurig. Wir wurden nicht beteiligt, obwohl wir die ganze Arbeit geleistet haben. Keiner. Nicht mal Free Merch oder whatever gab's, außer halt drei Sachen am Anfang. Und ja, das ist halt eigentlich der Hauptgrund somit. Und deswegen sehen wir das halt einfach nicht ein, dort weiterzumachen, einfach für eine gewisse Person zu arbeiten. Dazu sind wir dann auch zu schlau oder wir waren zu dumm. Es gab halt in der Vergangenheit schon Videos von jemandem wie Eskin oder Kea, die das auch angeschnitten haben. Ich vertrete jetzt nicht 100% die Meinung von den beiden, die sie in ihren Videos vertreten haben damals, Videos. Aber in den Punkten hatten sie recht. Auch Evanyo hatte damals sowas schon auf dem Channel hochgeladen. Es ist halt einfach so, dass Ruin einfach scheiße ist mit Tolga als Leader, aber man kann den Channel halt ohne ihn Ohne einfach nicht Tolga wäre machen. der Kanal einfach perfekt so. Sollte einfach Ja. richtig gut laufen. Ja. Man versteht sich echt super mit allen, aber es ist halt immer diese eine Person im Clan hinten, die einfach keiner leiden kann, beziehungsweise auch keiner, wenn kennt. Aber die meisten reden schlecht über Tolga. Ich weiß nicht, ob er es verdient hat, aber so wie er sich meistens verhält, halt anscheinend schon. Ich meine, ja, sowas übt sich halt aus und ja. Das soll jetzt eigentlich auch schon dazu gewesen sein. Das ist halt einfach hier ein First Take-Video mäßig.
Und es wird auch gestaltet wie eine Nacht-und-Nebel-Aktion oder whatever, dass wir das hier durchziehen. Und wir hoffen halt, dass ihr uns unterstützt, das Video verbreitet so weit wie möglich. Ich rendere das extra klein, damit es auch der mit der schlechtesten Leitung bei sich hochladen Ladet kann. es bitte auf euren YouTube-Kanal hoch, egal ob ihr einen Abonnent habt, 100 oder so. Sagt euren Ja. Freunden, die können es auch auf YouTube hochladen. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, ruhig in den Titel schreiben. Ist gar Schickt es kein in die Problem. Facebook-Gruppen rein, wenn ihr es hochgeladen oder ladet es in die Facebook-Gruppen direkt hoch. Alle Ruinen deabonnieren und Reserve abonnieren und Was ganz einfach. wichtig ist, echt abonniert bitte den Ruin Reserve-Kanal, damit würdet ihr uns mega supporten. Ja. Und Ja, ja. im Endeffekt ist es halt genau dasselbe, nur auf einem anderen Channel jetzt so. Also. Und ihr müsst euch vorstellen, wie die Lage ist, wenn wir echt einen fast 130.000 Abonnenten-Channel aufgeben und auf einen 13.000 Ja. Abonnenten-Channel weitermachen. Wo auch Yannick und ich, also Flamer und ich, jetzt die letzten 8 Monate Arbeit reingesteckt haben, wirklich täglich mit Themen raussuchen, verteilen an die Kommentatoren, organisieren. Auch jetzt noch nebenbei mit Verlosungen oder whatever, womit man sich beschäftigt hat, neue Leute recruiten, etc. Das ist halt einfach viel Arbeit und wir haben den Channel jetzt, keine Ahnung, über 80k eingespielt praktisch. Oder fast 80k, würde ich Ja. sagen. Und das geben wir halt auf. Also ich denke mal, daran sieht man, dass das schon echt ernst ist und wir hoffen halt, dass ihr das auch in der ganzen Community einfach verbreiten könnt. Ja, das soll es eigentlich dazu gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht zu lang und ja, zeigt euren Support. Demnächst geht's weiter. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne an den Ruin Reserve Twitter-Account oder an Flamers oder meinen oder whatever schicken. Wir antworten euch dann. Aber wichtig ist Ruin Reserve Twitter und nicht den Ruin Clan Twitter-Account, weil da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Genau wie mit der Facebook-Seite. Aber das soll es dazu gewesen sein. Ich bin damit weg und ja, ciao. Hold on.